ohne die notwendige Aufspreizung der genialischen eucharontischen Organe als Gegenkompensationsmaßnahme gegen den Urunfall und seine konsekutiven Verkomplexierungen, ohne die Terniarisierung der aufgespreizten und ausgedehnten Traumzeit also gäbe es nicht das Bewusstsein, dass zwischen jubilatorischem Existenzempfinden und vernichtendem wieder weg sein müssen, seinen Wiederholungszwang erfüllt, das unerfüllbare, unbewusst gemachte Unding dennoch wieder auffüllen zu sollen zur Reinkarnation. Und also wäre ohne dieses trinitäre Kirchenschiff nichts an Bewusstsein des Bewusstseins von sich selbst, nichts an Existenzempfinden, an Weltvorstellung und nichts an Todesvorstellung, an wieder weg sein müssen, vorhanden in dieser gloriosen Aufspreizung des nicht geschlossenen Rings, sie alle zu knechten, sondern des offenen Amphitheaters, der offenen Schleife des Grafs des Begehrens, der Kettenverflechtung und nicht der Spirale. Also nun zu diesen beschleunigenden Begriffen, weil sie die Vernichtung, weil sie die Abwesenheit, weil sie den Tod einführen, also den traumatischen Wiederholungszwang erzeugen, da es nicht um das Dasein der Raupe geht, im Uterus zu bleiben, sondern um das angetriebene Hetzausfältelungsverhalten des Schmetterlings in seinen Umformatierungserprobungen. Antwortlosigkeit im Zentrum der schlimmsten psychischen, traumatischen Bestrafung überhaupt. Wo das Unbegreifliche, das Unfassliche sich infinit ausdehnend als ausgedehnte Weltkomplexierung war, vorher geschlossene Umfassung allbegreifen, noch nicht notwendig denken oder Wort, sondern alles automatistisch vollversorgend in seiner Allmächtigkeit. Aber das Umfassende, das Begreifende wird zum Unfasslichsten umgekehrt, damit es notwendigerweise den Imperativ der Resurrektion, der Wiederherstellung erzeugen soll, nämlich das Fass greift zu, packe den Kairos, um das Unauffüllbare, um das Unbegreifliche wieder aufzufüllen. Die Versagung als Zentralbegriff der Unbewusstheit, die im Ursprung die Gedankenenthobenheit, die Wortenthobenheit, die noch nicht notwendige Repräsentation voraussetzte, weil dies alles automatistisch funktionierte, wird nun durch seinen bodenlosen Fall zum Sprich. Nur ein einziges Wort
dann wird meine Seele wieder gesund, gesunden in dem Urtrauma, Vater, Vater, Mutter, Mutter, warum hast du mich verlassen? Und vor allem, warum hast du das nicht erklärt? Das Aufklaffen des Organizistischen im Zentrum, die Leibzeitlichkeit in seiner sich eröffnenden Pulsation zwischen der Grenze der Dike und der Nanke, der Innen, des Innerkörperlichen, überzogen von Schönheitshäuten, was in der Ursprünglichkeit noch die Abwesenheit von Tod, von Zeit, von Leib, von Organischem war und nach dem Auswurf in die dyadische Anwesenheit und dann wieder in den zweiten Tod des radikalen, sich entziehenden, verklärenden, verrückten, nicht entzückten, sondern verzückten Abwesenheit des Blicks der Pietà, der Mona Lisa, der Theresia von Avila und anderer Mystikerinnen und Mystiker. Diese aufklaffende Hin- und Herpendeln und Pulsation von einerseits jubilatorischen Selbstwahrnehmung der eigenen Ausgedehntheit und seiner allmächtigen Möglichkeiten im Ursprung und nun dem Vernichtungsurteil führt dann zum Imperativ des Suche, das Kraut der Immortalität, der Unsterblichkeit, Gilgamesch. Finde das Zaubermittel, das die Vergänglichkeit und Vergehrendheit und Verderblichkeit des Leibes aufhebt. Der Zentralbegriff der Aussichtslosigkeit, der aussichtslosen Aussichtslosigkeit, der vollkommen vergeblichen Hoffnung leitet sich her, dass im Uterus das Auge im Verhältnis zum Blick noch keine Rolle spielte, sondern alles so selbstverständlich nicht einmal präsent sein musste und dann invertiert wird vom Kleinkind, vom Infant, das noch im Blickzentrum, das noch im Fokus des Kulminationspunkts, in dem sich Auge und Blick im Tableau trifft, steht so selbstverständlich, dann diese Spiegelebene gebrochen wird. Vollkommen aussichtslos einen zersprochenen Spiegel, einen zerbrochenen Krug wieder zu kleben. Und dies führt dann zum Inversionsaufforderung Vidi, Veni, Vidi, Vici. Suche doch das Zimmer mit Aussicht, in dem diese Aussichtslosigkeit wieder vergessen werden kann. Das nie zu Ende kommen können, das unabschließbare war anfänglich etwas, das kein Ende und keinen Raum hatte, ein in sich geschlossener Kugelkreis, aber es soll durch die Inversion, durch das verzweifelte Erkennen des Du wirst immer zu spät sein, du wirst das nie zu Ende bringen, bevor es sich wieder schließt. Eben zu jenem Zughetzzwang führen, das die Resurrektion wieder einführt, nämlich die Zeit des Begreifens irgendwann bleiben zu lassen und in die Zeit des Schließens, des Abschließens
übergehen zu lassen in einer Überschlagshandlung, in einer überstürzten Überhetzung, alles bleiben zu lassen im gordischen Knoten durchzuschneiden. Der Begriff der Absurdität, der Verzweiflung, der Verlorenheit, Desperatus, Damnum, Perditus, Sordor, Sudor, Sordidus, das Schweinische, der Schweiß, was im Ursprung noch im Uterus noch das Saugen und Zuckeln war, wird zum Sudor, zum Sordidus und soll dann umkippen nach dem zweiten Tod, alles aussichtslos absurd zu machen, dass dies übergeht in den Zweifel des Zweifels, allen Mut der Verzweiflung zusammenzunehmen, beziehungsweise alle Hoffnung, alle Illusion fahren zu lassen und dann erst recht dasjenige zum Erlegen zu bringen, was der Kairos einem vorbeischickt. Also auch hier die notwendige Umdrehung von der Verwerfung, von der Negation in die Neupositionierung, in die Neuformatierung. Der Begriff der Ohnmächtigkeit, der sich herleitet als Impotenz, als Unkönnen, das Ausgeliefertsein, das Ausgeworfensein, das sich herleitet aus der Allmacht, der Omnipotenz, des Allvermögens, des Allreichtums, der Allumfassendheit im Ururterus und sich dann in die Ausgeliefertheit, in die Ausgeworfenheit, in die Ohnmächtigkeit, in die Infinitheit aus der Allumfasstheit, Allumfassenheit aus der Geborgenheit, in die Infinitheit, in die unendliche, nie endende Ausgedehntheit verwandelt. Der Ausgeworfene, der Electus, soll aus dieser Unmöglichkeit eben alle Hoffnung fahren lassen und aus dem ausgelieferten Durchschreiten des Tores, an dem man alle Hoffnung fahren lässt, vom Electus, vom Ausgeworfenen, zur Elite der Hopliten werden. Diejenigen, die nichts mehr zu verloren haben, die schon alles verloren hatten, haben nichts mehr zu verlieren, wenn sie zu den Eliten der Hopliten sich wandeln. Der Begriff des Endgültigen, des Ungültigen. Am Anfang im Ururterus war weder Ende noch Anfang, sondern alles allgültig. Und diese Inversion der endgültigen Ungültigkeit, der ungültigen Endgültigkeit, soll ebenfalls zur Inversion der Resurrektion werden, der Wiedergültigkeit. Alles führt also in diesem Vorgang von einst in sich selbst authentischer und noch nicht existenter, noch nicht realisierter Allgültigkeit zu dessen Aufhebung und Zerstörung und Vernichtung und Entleerung und Zerbrechung des Krugs, damit aus diesem Vorgang die Gegenreaktion,
der Wiederherstellung des traumatischen Wiederholungszwangs, der Wiederneutöpfung von neuen Gefäßen, aus der Antwortlosigkeit soll nicht die Verantwortungslosigkeit, sondern die Verantwortlichkeit, aus dem Blabla der Mutter, das dann irgendwann in ihr Schweigen überging als die schlimmste aller Strafen, soll der Text, die Neubeantwortung werden, die Zwangsverpflichtung, die Verflechtung, die Kettenverflechtung, die ursprüngliche Anwesenheit wird, kehrt sich um in die radikale Abwesenheit, in die Wortlose, in die antwortlose Verzweiflung, in die Absurdität, an die Generierung des Mangellochs, an die Generierung des Risskluftspalts auch in die Nicht-Mangellochwesen, um in diesem Rotation, um diese ternären Trinitäten, dieser Multifunktions-Eucheronta-Organellen und Universen und Schwarzlochring-Generatoren, die Wiederanwesenheiten zu erzeugen. Und das erzeugt den ganzen trinitären Durchlauf, das erzeugt den ganzen heraklitischen Hollywood-Film. Das pflanzt sich ein in alle Wahrnehmungsmodi. Das beginnt in jedem Moment jedes Wahrnehmungsvorgang selbst schon, indem das erzeugte aktuelle Wahrnehmungsbildchen sofort wieder gelöscht wird und verdrängt von dem nachfolgenden, vorübergezogen an der Erinnerungsmaschine, um damit zu vergleichen, ob dies nun ein neues sensationsaberwitziges Ausfältelungsergebnis gewesen sein würde, im Strampeln gegen das erneute, nochmalige Wiederhergenommenwerden im zweiten Tod. Lassen wir es. Es hat uns nicht gefallen, was wir da alles erzählt haben, aber zumindest haben wir mal die Begriffe ein wenig weiter aufgelistet.